In diesem Film sehen Sie, wie Sie die Optionen im Webmail-Anmeldefenster, Sprache, Kontoauswahl und Kennwort vergessen verwenden können. Für diesen Film verwenden wir das Test-E-Mail-Konto von Elias Muster. Elias Muster hat die E-Mail-Adresse e.muster@mosaik-gmbh.org. Ich melde mich jetzt hier mit einem Browser in Webmail, und zwar ich gebe oben in die Adressenzeile die Adresse mosaik-gmbh.org/swebmail, und jetzt kommt das Anmeldefenster. Wir sehen hier beim Anmeldefenster den letzten Namen von der Person, die sich angemeldet hat, also den Namen und die E-Mail-Adresse. Also wir können hier jetzt, falls wir uns mit dem Namen von Elias oder mit der E-Mail-Adresse E-Muster uns anmelden wollen, dann können wir nur das Kennwort eingeben und auf Anmelden. Wenn andere Namen hier erscheint, zum Beispiel 2-3 Leute haben sich hier angemeldet auf dem Computer, oder wenn dieser Benutzer mehrere E-Mail-Adressen hat, dann kann man hier den Benutzer auswählen. Man sieht hier eine Liste aller Benutzer, die vorher sich angemeldet haben. Also wir sehen in dem Fall nur Elias. Wenn man eine lange Liste hat, dann kann man einen von den Benutzern auswählen. Oder wenn man eine lange Liste hat und man will sehr viele Sachen löschen, dann kann man seine Liste bearbeiten, und dann kann man die Konten, die man nicht haben will, zum Beispiel in dem Fall hier, dann kann man sagen, das will ich gerne löschen. So, jetzt haben wir alle Konten gelöscht. Es gibt jetzt hier eine Möglichkeit, nur mein Anmeldefenster einzugeben. Ich sage jetzt hier E-Muster als Benutzername. Also das ist nicht, man muss nicht unbedingt die ganze E-Mail-Adresse bei der Anmeldung eingeben, außer wenn man sein Passwort vergessen hat. Also wir geben jetzt nur E-Muster ein und Enter. Wir sehen jetzt hier, steht oberhalb E-Muster ohne @mosaik-gmbh. Oben haben wir die Anmeldesprache, die Option für die Anmeldesprache. Wir haben 32 Sprachen, die wir auswählen können. Ich wähle jetzt hier Deutsch. Dann haben wir die Option für vergessen. Falls man das Passwort vergessen hat, dann sehen wir eine Option, die heißt angemeldet bleiben. Diese Option wird verwendet, um das Anmeldepasswort zu speichern. Das heißt, das nächste Mal brauche ich nur auf mein Konto anzuklicken und dann bin ich schon drinnen. Das ist natürlich nicht zu empfehlen, falls andere Leute auf dem Computer Zugriff haben. Weil kann jeder nur meinen Namen auswählen oder mein Konto, und dann kann er sich anmelden mit meinem Namen. Unter vergessen, jetzt wir haben gesagt, man sieht jetzt hier, wir wollten uns anmelden nur mit dem Benutzername ohne die ganze E-Mail-Adresse. Wenn wir anklicken auf vergessen, steht E-Muster. E-Muster hat jetzt sein Passwort vergessen. Steht, geben Sie Ihr Sicherheitscode ein. Wir geben jetzt hier BKR6H6. Und jetzt kommt sofort, wenn wir auf weitere Anweisung anklicken, kommt eine Fehlermeldung, weil der Server jetzt nicht weiß, ist E-Muster @mosaik-gmbh oder @mavit.com oder @steirische.at oder irgendein Server. Also, da steht jetzt hier Fehler, falsche Sicherheit, gut, aber der Fehler stammt von dieser Adresse. Ich kann sagen jetzt hier, ich wähle mich mit einer Adresse und ich gebe jetzt hier die ganze Adresse e-muster@mosaik-gmbh.org. Jetzt sehe ich hier die gesamte Adresse und klicke auf Vergessen. Jetzt wieder JLC3C5. So, ich habe hier den Sicherheitscode eingegeben. Jetzt kommt hier das Fenster Administrator kontaktieren, und steht oben im Rot
Fehler, das Konto hat keine Alternativ-E-Mail-Adresse. Bitte kontaktieren Sie den Administrator oder den Admin. Also die einzige Möglichkeit jetzt hier, das Passwort wiederherzustellen, ist dieser Kontakt zum Administrator. Falls man aber vorher in seinem Konto eine Alternativ-E-Mail-Adresse gespeichert hat, dann kriegt er selber auf diese Alternativ-Adresse ein E-Mail, wo er selber das Passwort wiederherstellen kann. Das werde ich später zeigen bei Elias, dass wir eine Alternativadresse eingeben und dass wir selber unser Kennwort wiederherstellen. So, steht jetzt hier die E-Mail-Adresse und dann steht hier, beschreiben Sie Ihr Problem. Hier reicht nicht aus, dass Sie an den Administrator eine Nachricht schreiben, ich habe mein Passwort vergessen. Das reicht nicht aus. Sie müssen bitte jetzt hier schreiben, unter welche E-Mail, unter welche Telefonnummer sind Sie erreichbar, wer Sie sind und das, weil sonst kann jeder auf die Welt anklicken und sagen, okay, ich habe mein Passwort vergessen, bitte ändern Sie mein Passwort auf das Passwort XYZ. Nicht? Also hier muss man unbedingt ein paar Informationen schreiben, damit der Administrator diejenige kontaktieren kann und sicher sein kann, dass er der Besitzer von dem Konto. Also in dem Fall jetzt hier, bei mir, ich habe für Elias ein Mustertext, also ich habe hier geschrieben, lieber Admin, mein Name ist Elias Muster, mein Name ist Elias Muster und zwischen zwei Klammern habe ich meine E-Mail-Adresse eingegeben. Ich habe leider mein E-Mail-Passwort vergessen. Können Sie es für mich bitte wiederherstellen? Ich bin telefonisch unter 0316 bla 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 erreichbar. Mit freundlichen Grüßen, Elias Muster. So, wenn ich jetzt hier so eine Nachricht bekomme ich als Administrator, ich werde dann zuerst sofort diejenige anrufen und fragen, ob er diejenige wirklich, die das Passwort vergessen hat, und dann kann ich ihm vielleicht das neue Passwort am Telefon geben. Oder Sie können auch hier auch eine Alternativperson, der dieses Passwort bekommen kann, aber natürlich, diese Person werde ich auch trotzdem kontaktieren, damit ich weiß, dass Sie diejenige sind, die das Passwort vergessen hat. So, jetzt gebe ich jetzt hier die Nachricht ein. Also die Nachricht haben wir hier genau kopiert von dort und eingefügt. Und ich muss trotzdem ein Sicherheitscode hier eingeben. Und Nachricht senden. Dann steht hier, der Admin wurde benachrichtigt. Und wie Sie gehört haben, habe ich gerade eine Nachricht als Administrator. Und diese Nachricht steht hier drinnen. Lieber Admin, mein Name ist bla 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 und ich habe mein Passwort und bitte Passwort wiederherstellen. Und das ist die Telefonnummer. Jetzt natürlich, ich kann jetzt diejenige, wie ich gesagt habe, kontaktieren. Ich kann das Passwort für ihn ändern und er bekommt sein Passwort und die Sache ist erledigt. Natürlich, das ist hier eher nicht so angenehm, wenn man häufig sein Passwort vergisst. Deshalb gibt es eine bessere Alternative als den Administrator bei solchen Sachen zu kontaktieren. Ich gehe jetzt hier und ich versuche mich jetzt wieder anzumelden, nachdem ich das neue Passwort bekommen habe. Ich kann sagen, okay, das ist meine E-Mail-Adresse und mein Passwort habe ich gerade von dem Administrator bekommen. So, ich befinde mich jetzt hier in mein Webmail, nachdem das Passwort wiederhergestellt wurde. Ich kann jetzt hier auf mein Benutzermenü anklicken und unter Einstellungen auf der Registerkarte Konto anklicken und dort gibt es die Möglichkeit, eine Alternativ-E-Mail-Adresse einzugeben. Und dann steht unterhalb benutzt für Kennwort Wiederherstellung. So, ich kann jetzt hier sagen, ich habe eine zweite E-Mail-Adresse irgendwo auf anderen Server. Ich gebe die E-Mail-Adresse sam@mavid.at. Das ist meine zweite E-Mail-Adresse oder das ist eine gratis E-Mail-Adresse. Aber wichtig,
dass ich über diese E-Mail-Adresse dann mein Passwort im Notfall wiederherstellen kann. So, ich klicke jetzt hier auf OK. Das heißt, mein Konto oder das Konto von Elias hat jetzt eine Alternativadresse drinnen. Klicke auf OK und ich steige aus. Abmelden. Jetzt will ich mich anmelden und ich denke, aha, ich habe das Passwort vergessen. Klicke hier drauf. Dann die E-Mail-Adresse oben erscheint komplett und da brauche ich jetzt hier den Code einzugeben. 37AVPH und weitere Anweisungen schicken. Jetzt, da ich eine Alternativadresse eingegeben habe, dann kommt die Meldung, die E-Mail wurde zu Ihrer Alternativ-E-Mail-Adresse gesendet. Das heißt, ich brauche eher nichts zu tun, außer meine Alternativ-E-Mail-Adresse zu öffnen. Und jetzt, ich öffne das jetzt hier in einem anderen Fenster. Sie sehen jetzt hier, ich bin jetzt hier in dem Fenster angemeldet mit dem Namen sam@mavid.at und ich kriege hier drauf diese Nachricht. Hallo Elias Muster, haben Sie ein Passwort zurücksetzen für Ihr E-Mail-Konto in Webmail angefordert? Klicken Sie bitte auf den Link unten, um zu bestätigen, dass die E-Mail-Adresse Ihnen gehört. Also, das heißt, Elias, der auf sein sam@mavid.at Konto Zugriff hat, kann hier anklicken und das Passwort neu eingeben. Und da steht hier, wenn das sehr ein Fehler ist hier, wenn diejenige nicht selber eingegeben hat, dann kann er das ignorieren. Und dann steht hier im Notfall, wen er kontaktieren kann. So, Elias, jetzt klick auf diesen Link. Dann öffnet sich wieder ein neues Fenster und da steht Kennwort zurücksetzen. Jetzt hier, Elias muss ein neues Passwort eingeben und das Passwort jetzt gebe ich jetzt hier ein. Dann muss ich noch einmal bestätigen. Und neues Kennwort speichern. So, jetzt das Kennwort wurde geändert. Also das Fenster hier kann ich komplett schließen. Das brauche ich eh nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Jetzt kann Elias gehen und wieder sich mit dem neuen Passwort anmelden. Also das ist sehr wichtig, dass man immer von Anfang an unter Einstellungen, also Benutzermenü Einstellungen und auf der Registerkarte Konten geht und unter alternative E-Mail-Adresse, dass man gleich hier eine Alternativadresse eingibt. Sie müssen aufpassen, dass Sie keine Alternativadresse eingeben von einem Freund oder von einem Verwandten oder von Ihrem Kollegen in der Firma, weil dieser Kollege in der Firma oder der Freund kann immer, wenn er mit Ihrem Namen anmelden will und sagt Passwort vergessen, dann kriegt er diese Meldung und dann kann er selber das Passwort bestimmen. Dann haben Sie selber keinen Zugriff auf Ihr Konto und diese Person hat Zugriff. Deshalb muss richtig eine Person, der man vertrauen kann. Danke für das Zuschauen.